Hi, Lukas, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich muss schon grinsen. Ich muss ehrlich schon grinsen, weil ich habe eine richtig lustige Idee. Ich werde meinen Bruder pranken, aber nicht normal, denn ich habe noch zwei Hot Chips, Baby. Und ich habe mir überlegt, wie kann er diesen Hot Chip essen, ohne dass er das merkt? Und ich dachte mir, vielleicht püriere ich das in so ein Getränk oder schmeiß ihm das in die Fresse. Aber dann dachte ich mir, Wettessen, Döner-Challenge, aber ich mach das vorher klein in sein Döner rein. Das hat sich gereimt. Ich will rein, aber sie schicken mich raus. Und dann sage ich zu ihnen, das ist doch mein Haus. Und dann sagen sie zu mir, warum schlägst du deine eigene Familie? Geh ins Gefängnis. Für 3 Jahre. Und dann habe ich meine Kinder 2 Jahre nicht... Also wir werden den Hotchip klein machen und dann klein in den Döner von meinem Bruder geben. Das Ding ist, der stinkt unnormal. Das heißt, kann sein, es wird nach hinten losgehen und man wird schon riechen. So. Aber ich werde jetzt erstmal die Döner holen und dann, ja, das Ganze machen. Vielleicht sage ich auch schon beim Dönermann einfach, die sollen mir das reinmachen. Das wäre crazy, wenn der Dönermann mir den Hotchip in den Döner macht. Das wäre verrückt. So, wir sind hier bei meinem Dönermann des Vertrauens, Star-Döner. Also falls ihr aus Paderborn kommt und nicht wisst, wo ihr euren Döner holen sollt, das ist er. Ich habe hier schon so viele Streamer drin gehabt, ich habe noch nie schlechter als 8 von 10 gehört. Und die meisten sagen sogar, das ist der beste, den sie gegessen haben. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr ihn am besten holen solltet. Hey, wir haben hier einen Zuschauer einfach. Der ist auch gerade das allererste Mal hier, weil ich den Laden immer so praise. Ja. Ne? Es geht ab, Jungs, alles klar? Und hast du hohe Erwartungen? Ja, ne? Schon ein bisschen, schon, ne? Schon. Ja, Digga, aber ich werde es nicht enttäuschen, glaube ich. Ja, Bruder, bei dir? Bruder, machst zwei Hähnchendöner. Ja, Mann. Mal bitte Avocado-Knoblauch, Chef. Kein Rotkohl und kein Kraut. Perfekt, sonst alles drauf. Bei dem anderen auch. So, ich habe die Döner und jetzt wird nach Hause gefahren. Mein Bruder hat mir gerade geschrieben, er ist um 22 Uhr da. Beziehungsweise er hat mich gefragt, ob er jetzt direkt kommen soll. Ich meinte so, nein, sei mal um 22 Uhr da. Also in einer Stunde. Und ich werde jetzt erstmal die Döner modifizieren. Okay, wir haben jetzt einen mit einer Schrift drauf und einen ohne Schrift. Ich bin jetzt auf clever, den Hotchip in den ohne Schrift. Weil man wird ja eher denken, dass was hier drin ist, wo was drauf ist. Deswegen tue ich hier den Hotchip rein. Ich sage euch ehrlich, gerade eine Schwierigkeit ist eher... noch nicht reinzubeißen in den Döner, Digga. Ich habe unnormal Hunger. Und das Ding ist, ich will mal in meinem Stream, in meinem Chat eigentlich nicht verraten, dass ich da den Hotchip reinmache. Warum? Ich persönlich glaube, mein Chat wird mich zinken. Und die werden, wenn ich das jetzt denen sage, also so, wenn ich online gehe, ihm das schreiben bei Instagram. Deswegen sage ich das kurz vorher vielleicht on stream erst. Ich hoffe, er stinkt nicht so sehr danach. Kann sein, der Döner wird leider echt stinken, ja. Ganz wichtig, den Handschuh anziehen, damit ich mich nicht verbrenne oder so. Okay, wir nehmen jetzt den Chip. Ich werde den so machen und jetzt schon zerkleinern, damit ich das gleich nicht mache mit dem offenen Chip. Sonst verbrenne ich mich ja vielleicht. Da ist hier schon alles Pulver. Das Ding muss komplett sicher gehen. Muss ja so klein wie möglich sein, damit mein Bruder das kaum merkt. So, jetzt muss er nur noch in den Döner rein. Ich habe ein bisschen Angst, wie ich den da reinbekomme. Vielleicht auch nicht zu viel reinmachen, sodass er das nicht riecht. Weil jetzt riecht man schon leicht. Oder soll ich alles draufhauen? Ich hau alles drauf. Ich dachte, diese Idee ist so gut, ne? Kurzer Geruchstest. Vom Aussehen sieht das aus wie scharf. Einfach wie scharfes Pulver. Man riecht schon. Aber ich glaube, wenn man nicht drauf achtet, dann riecht man es nicht. Ich mache den jetzt mal vorsichtig wieder zu. Ich glaube, Gian wird es nicht merken, weil Gian ist so ein Bär. Er isst einfach, egal was das ist. So. Wisst ihr, ich meine? Das ist der Vorteil, warum das bei Gian so gut klappen könnte. Jetzt muss ich das aber sauber zumachen.
dass man auch ja nichts merkt. Okay, ich muss immer wissen, der untere Döner ist meiner. Der obere ist der von meinem Bruder. Digga, das wird krass. Okay. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Als nächstes werdet ihr den Stream-Ausschnitt sehen, wo ich ihn verarschen werde mit dem Döner-Wettessen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch der Prank gefällt. Ist übrigens ein echter Prank. Nicht so wie dieses Prank-Bro-Parodie-Video, was wir gedreht haben. Das hier ist echt. Ach, bevor es losgeht, checkt aus Mitleid schon mal die Lieder von meinem Bruder ab. Er macht bei Rap La Rue mit. Er hat ein Lied rausgebracht, das ist ehrlich sehr, sehr krass. Also ich glaube, mein Bruder hat dick Potenzial, was Rappen angeht in Deutschland. Justin, blend es einfach mal kurz ein. Jeden Tag auf der Straße am Steine die. Lebendig heißt das, auf Spotify. Heute 80 so. Unsere ganzen Opas sind 80. Ah, mein Bruder ist da. Genau jetzt ist er da. Ich verrate euch jetzt was, okay? Jan, mach Only Emote, Mods Only Emote. In dem Döner, den er gleich isst, ist Hot Chip drin. Ich habe Hot Chip klein gemacht und in den Döner gemacht, heimlich. Mach Only Emote, keiner darf ihn verraten. Da ist Hot Chip drin, ich habe es klein gemacht und reingemacht in seinen Döner. Oh, Gio Montana, sah. Hey, yo, check my Spotify. Bruh. Das Original, das erste, was er sagt, ist check my Spotify, ja. Was geht ab, Bruder? Poppen, Bruder. Wir machen ein paar Sachen, Bruder. Dein Döner hat schon gemacht. Imagine, du verwechselst jetzt mal. Gian, hey, Roy, Gian, ich bin ready. Ready? Ja. Ey, ich hab dir noch gar nicht gesagt, was wir machen, ne? Was machen wir denn? Wir machen heute auch wieder Dönerwettessen, Döner aber nicht auf wie viele, sondern auf Schnelligkeit. Auf Schnelligkeit? Ja. Boah, ich kann aber nicht schnell essen. Ja, nicht so essen mit von wegen, so wo man kotzt. Ich hab hier einen Timer, wir werden schnell essen, aber bitte, ich denke, wenn du so, nicht dieses, okay, also es muss sauber sein. Okay. Also es darf am Ende nichts übrig sein. Okay. Timer ist da, ich hab dir eine Cola geholt, Bruder. Ich hab bei mir ein Eier. Mhm. Wobei, nein, das ist dumm. Ich nehme Wasser. Ich nehme Wasser, das Eier ist dumm. Okay. Let's go, baby. Das Ding ist, noch nicht anfangen. Noch nicht. Okay, let's go, baby. Sag wann. Noch nicht. Chill. Okay, chill. Der erste Döner-Wettessen. Wenn euch das Video gefällt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, wo Gian und ich oder irgendwer anders und ich Wettessen machen. Mit was? Auf Schnelligkeit oder auf Menge? Schreibt es in die Kommentare. Top-Kommentar wird vielleicht gemacht. Und okay. Check mein Spotify. Und check Gian mein Spotify. 3. 2, 1, go. Warum ist der so Dings? Ist mit scharf. Boah, du bist scharf. Korinther FL ist sehr scharf, ja? Geil, ist der Sünder. Wir haben noch nie so viel scharf reingemacht. Hm? Bruder, der ist zu scharf. Warum machst du so?
Als ob ich das Essen wegschmeiße, Mann. Ja, aber ihr seid so dreckig, Digga. Ist der komplette Hotchip da drin, oder komplett? Ja. Und ich sag euch ehrlich, eigentlich, ich würde den niemals weiter essen, wegen dem Hotchip. Aber das Essen ist viel zu schade, das wegzuschmeißen, Bruder. Deswegen esse ich das auch, voila. Du kannst auch noch ziehen. Normal, ein Roger Hotchip, Digga, der geht noch schlimmer. Mit seinen Kollegen von dir, vielleicht noch ein bisschen Döner, falls du essen willst. Nö, ja, Bruder, iss mal ein bisschen, normal. Am Ende Anzeige wegen Körperbehinderung. Gabi, wir sind jetzt für Gia, Jungs. Aber ey, du hast das ehrlich schlau gemacht, bei Gott, ich hab's nicht gecheckt. Ey, Chef, weißt du, was ich Angst hatte? Mhm. Du warst einmal, während du hier bei mir warst, mit dem Handy in Insta-Nachrichten. Ja. Und ich hatte Angst, dass du eins klickst, weil das könnte zu 50% jemand sein können, der dir schreibt. Naja, aber ich hab nichts gesehen. Zum Glück, ja. Boah, das ist ehrlich respektlos scharf, ne? Aber ich kann das gar nicht glauben. Weil man sieht nicht mal ein Stück davon. Hm, hab ruhig klar gemacht. Hey, da ist kein Schaf drauf, ne? Diese Pulver, das ist der Chip. Wie? Mach mal auf. Ach, das hier alles ist der Chip? Diese kleinen Pulverstücke, das sind die Chips, das sind die Chipstücke. Ach, Scheiße, Mann. Ich dachte schon, seit wann ist Pfeffer auf dem Döner, Alter? Also gar nicht, da ist einfach... Was rot, so rot-schwarzlich ist, das ist vom Chip. Digga, du steckst das voll gut weg, sag dir ehrlich. Ich sag euch ehrlich, Jungs, wenn mir jemand von euch 10.000 Euro gibt, breche ich den Rekord von Abogokos großen Bruder. Abogokos kleinen Bruder ist das, oder? Mhm. Ja. Von 4 Chips. Ja. Für 10.000 Euro, ich mach das. Das kann aber echt gefährlich werden. Ja. Mit Rodex mach ich das. Willst du das auch mit 5er machen? Für 50 Mille? Nee, 5 Euro. Normal. Hauptsache die 4 Hotchips kosten mehr oder was? Boah! Du stinkst einfach aus dem Maul. Ja, das ist der Hotchip, das bin nicht ich. Wenn du ein Mann bist, ist ein Biss. Bist du ein Mann? Nein. Mann oder Maus? Miau. Mann oder Maus? Mann oder Katze? Miau. Warte mal, hast du nachdem du wusstest, dass es der Hotchip ist, nochmal Cola getrunken? Ja. Es macht es einfach 10-mal schlimmer, diese Cola. Würdest du, wenn du Rap LaRue gewinnst, 4 Hot Chips essen? Wenn Rap LaRue Platz 1 wäre? Mhm. Ja. Ja, okay. Rap LaRue erster Platz. Du musst 4 Hot Chips essen, ne? Let's go, Chill, let's go! Bald Star-Döner, Döner mit Hot Chips. Die verkaufen das so als Strategie. Bei Gott sogar geile Idee. Hot Chip-Döner. Ja. Chili Cheese Hot Chip Döner. Boah! Alter, hast du noch was? Milch oder so benannt? Ja. Hol mal bitte. Soll ich mich beeilen? Ja. Junge, beeil dich mal, Alter. Willst du eine Backpfeife? Oh! Ahmed? Eigentlich. Ja, okay. Ehrlich sogar, irgendwie kommt der Hotchip besser, wenn es im Döner ist. Ja, normal, weil du das mit Brot isst und so. Ja. Oh, boah, ich muss Thomas anrufen, wenn ich ihm das erzähle, der wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ey, what did he, mein Bruder? Ey, Bruder, ich bin im Stream gerade, ne? Ey, Hamid hat mich. Bruder, er sagt, wir machen Döner-Wettessen, ne?
Und dann auf einmal, wir fangen an zu essen, Bruder, ich merke, der Döner ist irgendwie viel zu scharf. Bruder, auf einmal, er kriegt Lachfleisch, dieser kleine Wichser hat einfach Hotchip klein gemacht und den ganzen Döner verteilt. Was scheiße, Bruder. Bei Gott, Bruder. Bruder, er hat mich geknallt, ja. Digga, der Trick bei Gian hat geklappt, los. Ja, ich hab Hotchip in seinen Döner gemacht, er hat gegessen. Er meinte, warum ist das so scharf? Ich so, ich hab gesagt mit scharf. Aber ich safe kein Schaden. Hä? Bei Gian hat safe kein Schaden, ich sag dir ehrlich. Ja, er hat das trotzdem gegessen, er hat weiter gegessen danach. Ja, war safe. Der Döner war lecker, Cousin. Bisschen scharf.